purer Sahne, sondern mit einem Riesling mit wunderbarem Gemüsebrühe und trotzdem Sahne. Dafür tun wir mehr Crème fraîche rein. Ja, muss ja auch lecker werden. Und ich mache hier was Wunderbares. Dankeschön. Kannst schon anfangen, mit den Dingern zu hacken. Ja. Johann, ich werde übrigens auch was sehr, sehr Leckeres machen. Ich werde nämlich einen Fisch in einer wunderbaren Olivenbrotkruste im Backofen machen, damit ich mehr Zeit habe, um mich um dich zu kümmern. Und jetzt freue ich mich drauf. Johann, hör zu! Ich habe dich doch noch gar nicht begrüßt. Bevor du mich begrüßt, höre ich nicht zu. Guten Tag, Herr Lichter. Der hört nicht zu. Hallo, mein Herr Lafer. Hey, Johann. Mein Essen soll übrigens lecker werden. Ja? Ja, habe ich mir zumindest ausgedacht heute. Ist das auch für Sportler geeignet? Das ist für Sportler. Danach kannst du dich auf jeden Fall relativ lange setzen und ausruhen. Das wird ein bisschen schwer. So. Noch nicht in den Topf rein. Ich habe hier schon mal übrigens Fußfehler. Ja, das ist das Spannende. Johann, guck mal hier, wie übereifrig mein Nikola ist. Ja, ich hab keinen Schneiden. Der Kerl, der ist Wahnsinn. Der haut schon mal jetzt alles in die Pfanne rein, in den Topf, ohne dass Öl drin ist oder der Topf warm wäre. Also da machst du richtig Gas. Das ist, was heißt Fehlinformation? Das ist keine Fehlinformation. Du bist nur jemand, der halt schnell klar macht, der erste Matchball hört uns. Genau. Da machen wir fertig. Hast du schon mal in deinem Leben jemals gekocht vorher? Ab und zu. Tu ruhig rein, arbeite weiter beim Erzählen. Stell dir mal vor. 2 Jahre in der Schule gekocht, da bin ich auf den Geschmack gekommen. Und jetzt, wenn ich zu Hause bin, ab und zu mal. In der Kochschule? Ja, so Arbeitsgemeinschaften. Ach, Arbeitsgemeinschaften. Genau. Da hast du dann gesagt, kochen läuft nicht. Doch, war okay. Aber ist anstrengend und danach ist das Problem. Der hat gemerkt, dass mit Dennis leichter Geld verdient, wie wir kochen. Bitte, Johann? Der hat gemerkt, dass mit Dennis leichter Geld verdient, wie wir kochen. Das stimmt allerdings. Das habe ich ja auch mal probiert. Aber so ein Tennistisch ist mir sehr teuer geworden. Weißt du? Ich verstehe den Sport immer noch nicht richtig. Ich werde mich nachher aufklären lassen. So, womit fange ich denn an hier? Prost. Ja, Johann? Hast du wieder was vorbereitet? Ja, klar. Mit Vorbereitung kann ja jeder. Herd ist schon an, oder? Guck mal hier. Herd habe ich schon angemacht, aber noch auf kleiner Temperatur. Können wir mal zeigen, was wir hier basteln? Wir machen jetzt erstmal hier Panna Cotta Masse vom Passionsfrucht. Das heißt, Eckhard hat schon mal die Passionsfrucht halbiert. Also Panna Cotta ist sowas wie Pudding für Besserverdiener. Und darf ich dich mal fragen, warum hast du die einen quer, die anderen längs halbiert? Um ein bisschen Variation zu bieten. Das sind Doktoren, die probieren alles aus. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, weil Johann steht bei mir in der Küche normalerweise auf dieser Flasche mit dem Aceto Balsamico und jetzt stehe ich in seiner Küche und... Nee, tu noch mehr rein. Ja, guck mal, jetzt steht er neben mir und ist keine Flasche. Na, warte mal, warte mal. Aber weißt du, was du gleich mal ausprobieren musst? Ja. Drück Johann mal auf den Kopf, mal gucken, ob er spritzt. Frag dich wo? Aber. Okay. Du bist so ein Blödmann, das gibt's gar nicht. Ja, tu ruhig noch. Ja, tu noch 2, 3 dabei. Okay. Ich bin wirklich passionierter Passionsfrucht-Fan. Ja, bist ehrlich. Ja, du hast den Brasilien schon geschnitten. Nee, gelebt nicht, aber ich habe da mal länger Urlaub gemacht. Und da gibt es ganz viele Passionsfrüchte, die man in Deutschland nie zu sehen kriegt, weil die nicht transportierbar sind. Und deswegen für dich teile ich noch mal eine. So oder so? Nee, quer, quer. So. Jetzt pass auf, jetzt hast du hier das Mark. Dazu geben wir jetzt einfach Sahne. Das wird jetzt die Masse. Dann geben wir auch dazu die Milch. Dann gibt es noch dazu da vorne Zucker und Vanillemark. Den hier. Ja, und das Mark auch, genau. Und dann tust du die Gelatine einweichen im kalten Wasser, bitte. Ja, mach ich doch gleich. Und hier nach der Frank-Elstner-Methode? So. Ah, komplett rein. Unsere Sendung. Nein, ich verpasse noch keine Sendung von euch. Er kennt unsere Sendung. Guck mal. Das ist der eine Zuschauer, der bei Samstag zuguckt. Ja, ja. Aber sag mal, was hast du gedacht, als du das gesehen hast? Nee, mal ganz ernste, ärztliche Frage. Gelatine, ist das BSE-frei oder? Klar. Wo kommt die her? Das ist ein Naturprodukt, das ist alles ganz ein einfaches kollagenes Eiweiß. Und geschmacksneutral, einweichen, brauchst du zur Bindung. Das ist überhaupt kein Problem. Kannst Kann man nicht verrückt werden? Nein. Bei ihm hat es andere Ursachen. Herr Dr. Hirschhausen. Ja. Herr Dr. Hirschhausen. Was habt ihr denn hier für eine Turbodusche? Ja, die ist nur Show. Hier kommt Wasser. Ja, das ist nur Show. Fernsehen ist Lug und Trug, meine Damen und Herren. Aber hier kommt Wasser.
So. So. So, was hast du denn gedacht, als du damals gesehen hast, wie der diese wunderbare Vanilleschote? Oh, ich dachte, auf so eine Schote muss er als Komiker erstmal kommen. Ja, bitte, was sagst du? Bisschen weniger, oder nicht? Bisschen weniger, nee. Weißt du, wenn viel Temperatur, dann schnell anbraten. Ja, aber schwarz werden. Nee, nicht schwarz werden, das ist ja, der... Guck mal, unten. Ja, da muss... Den Schwarzwurzeln, da musst du löschen ab mit Wein. So. Viel Wein, viel gut. Viel gute Suppe. Schneid den Rest noch mit rein. Genau, jetzt tut er nämlich wunderbar blanchierten Mangold dazu. Ach, guck mal, der Mann sagt Chef zu mir, das ist mir schon sympathisch. Ja, guck mal, das ist ein Mann. Wie heiß? Aufkochen. Ja, ja, es kocht schon. Schau mal, das bindet sogar sehr schön. Guck mal, wunderbar. Meine Damen und Herren, ich muss auch immer Chef im Hotelzimmer zu ihm sagen, nur damit ihr weit Bescheid wisst. So. Ne, Chef? Mm. Super lecker. Oh, dann muss ich auch mal probieren. Probier mal. Sehr lecker. Johann. Ja, bitte. Chef. Mm. Und? Die Kerne stören, aber die holen wir nachher noch raus. Die tun wir was hier noch. Jetzt tun wir jetzt mal zurückschalten, dass es ein bisschen sieht. So, dann können wir jetzt Pfannkuchen backen. Oh! Muss aufpassen, dass der den nicht returnt hier von der anderen Seite. Ja, ja, Nikola, komm, können wir eigentlich hier. Ja, werf ruhig mal rüber, wir fangen den schon. Ich habe hier jemanden stehen, der kriegt das hin, vom Allerfeinsten. Ja. Aber guck mal hier, wenn du einen Pfannkuchen machst, 10 Eier und kein Mehl, so wird der, guck mal. Wunderschön, aber bei mir heißt das Rührei. Ja, Johann, wenn doch kein Mehl dran ist. Ja, ist doch Mehl drinnen. Ist Mehl drinnen? So. Guck mal hier, Johann, ich habe heute auch mal vorbereitet. Was? Das war das Geräusch heute Nacht im Hotelzimmer, was du immer so hast. Ich finde auch diese Grundbotschaft, die ihr ins Land hinaustragt, so beruhigend. Das Kochen ist total einfach. Man kann in 45 Minuten alles hinkriegen, wenn man 20 Leute hat, die es vorbereiten. Ja. Ja. Mein lieber Herr Doktor, noch so ein Spruch und das geht hier ganz zügig raus. Ja, bitte. Das hier ist gut. Wunderbar. Jetzt kannst du schon ein bisschen... Ich muss mal ganz kurz erklären, Johann, ja? Darf ich? Was musst du erklären? Er hat jetzt wunderbar Zwiebelchen fein gehackt, in ein bisschen Olivenöl mit Butter angedünstet. Die Steinpilze grob geschnitten dazu. Mangold blanchiert mit dazu, auch grob geschnitten. Mit Riesling abgelöscht. Und jetzt kommt Gemüsebrühe dazu und dieser wunderbare Saft von extrem glücklichen Tieren. Dann lassen wir das Ganze ein wenig einreduzieren und du kannst jetzt schon mal ein wenig Salz und Pfeffer da reinmachen. Ja? Ja, ordentlich, ist eine große Menge. Zur Not habe ich noch Sahne da. So, ich habe in der Zwischenzeit schon den Spinat ganz kurz in einer Pfanne mit ein bisschen Zwiebelchen angeschwenkt, damit er zusammenfällt. Jetzt werde ich Oliven, schwarze und grüne, mit fein gehacktem Knoblauch und Zwiebelchen, habe ich vorbereitet, Johann. Ich kann das auch. Übrigens, das Geräusch heute Nacht. Kinder, mach das nie zu Hause! Ja, was ist denn damit? Der sieht doch aus wie bei Tim Melzer, perfekt! Der ist echt gut! Also jetzt, meine Damen und Herren, jetzt sind Sie doch mal ganz ehrlich. Die andere Seite ist okay. Guck mal hier, der ist doch ein Traum. Ich würde es essen. Ja klar kann ich, den kannst du wunderbar essen. Und von der Seite hast du mal eine andere Farbe, weißt du, das ist schön. Ja. Den kann man zweifarbig machen, ne? Muss man die noch ausdrücken? Ausdrücken jetzt die Gelatine? Ausdrücken? Ausdrücken, genau. Ausdrücken. Nicht der Wasser, die Gelatine, Herr Doktor. Ich drücke normalerweise Dinge mit Worten aus. Nee, das geht da nicht. Schau her, das ist relativ einfach. Du nimmst die Hand und drückst das jetzt aus. So. Ja. Das nennt man Ausdrücken. Okay. Ja. Und wenn du das ausgedrückt hast... Das ist ja so ein bisschen wie Ostseequalle, oder? Ja. Wenn du das ausgedrückt hast, machst du das Ausgedrückte hier in die Flüssigkeit. Kann ich das noch mal sehen, bitte? Ja.
Ehrlich gesagt, das habe ich als Kind schon in der Küche gelernt. Man muss sich nur dumm genug anstellen, dann tun andere Leute das für einen. Also mit dieser Strategie leben ungefähr 50% der deutschen Männer. Ja, weißt du, was das Schöne ist? So habe ich es bis in die Sendung geschafft. So, lass einmal aufkochen. Durchpassieren? Ja. Meine Damen und Herren, ich habe heute an meiner Seite mal jemanden, der wirklich mit Liebe, Fantasie und mit einem wirklichen Selbstbewusstsein kocht. Ne? Und er beobachtet jetzt schon längere Zeit diesen Topf. Ja, aber er ist immer wieder faszinierend. Ja, er macht es also wirklich. Das ist so. Wirklich mit Liebe. Guck mal, das ist sehr schön. Im Prinzip, wie fühlst du dich jetzt, wenn du ausnahmsweise mal der Juror bist? Derjenige, der oben sitzen jetzt würde und sagt, so, ich warte jetzt ab, was passiert. Also es ist aufregender als auf dem Tennisplatz. Ist aufregender, ne? Viel nervöser. Ja, ne? Wir haben jetzt die Passionsfrucht passiert, jetzt ist nur noch Frucht. Ja, genau. So, sehr schön. So ist er. Hast jetzt schon musst ordentlich du gewürzt? Das da einfüllen, ja. in die Schalen da. Ja, probier das machen wir. Mal. Das können wir einmal kurz zeigen hier. Gratschen. Das sieht so ein bisschen aus wie eine geöffnete Schädeldecke, hier. Aber... Jetzt sag mal, so eine kochst du für Schmittenbach auch immer abends? Nee, das ist nicht so eine Kochsendung, das ist mehr so eine Sendung, wo man nichts gebacken kriegt. Das ist genau. Sehr schöner Spruch. Ja. Aber jetzt sei mal ganz ehrlich, sind die zwei auch so privat befreundet wie Johann und ich? Ich weiß nicht, wo du da deine Hand hast, aber... Nee. Schmidt auf der Schulter. Schmidt und Bocher, sind die beide befreundet? Doch, also was man wirklich der Sendung... Ich liebe diese Sendung, weil jetzt sie... Jetzt stotterst du letzte, aber ganz schön das rum. Letzte, weißt du, bei uns ihr kommt, beiden und die ja. beiden sind die einzigen, die noch ein bisschen Anarchie ins deutsche Fernsehen bringen. Ja, weil sonst wir ist mögen doch alles, uns ja wirklich. Ja, ach, die mögen sich auch, klar. Mögen die sich, ja? Ganz ehrlich? Die dürfen das halt nicht mal so offen zeigen wie ihr. Sag mal, wen findest du denn besser, den Schmidt oder den Pocher? Du kannst ganz offen reden, die gucken die unsere Sendung nicht. Liebe, komm, sag mal, wir bitte. Wir füllen das jetzt hier ein. Ich kann nicht so viele Sachen gleichzeitig, ich bin ein Mann. Sag mal, achso, das machen wir mit der Schöpfkelle, oder? Die würde ich schon machen, weil mit dem Topf, das geht schlecht. Ja. Aber wie das schmeckt das, ja? Das gerinnt noch, oder? Die musst du noch das wird fest nachher. Gleich anzubraten. Aber nicht überlaufen lassen, gell? Nee, nee, pass mal auf hier. Oh. Das schneiden wir raus. Mach es nochmal einmal schön. Herr Doktor, ich habe sowas schon mal gesehen auf einer Asienreise. Da waren halt so aufgeschlagene Affenschädel. Jetzt komm her. Diese Assoziation hatte ich sofort. Ja. Guck mal, es sieht genauso aus. Ja. Kalotte heißt das unter Fachleuten. Ihr kennt nur Charlotte. Was? Das heißt Kalotte? Kalotte ist der Schädel. Auf schlau. Auf schlau. Guck dir mal mein Arztdeutschbuch an, da steht also sowas drin. Du hast ein tolles Buch geschrieben. Die Leber, pass auf, die Leber wächst mit ihren Aufgaben, hast du geschrieben, ja? Ja, ich dachte, der Titel passt zur Sendung, oder? Was heißt denn das? Oh. Das ist ein Buch, wo eine ganze Menge humoristische Geschichten aus der Medizin drin sind. Die humoristische Geschichte? Ich habe danach angefangen zu saufen, habe ich dann fast geschafft, oder was? Du hättest bis zum Ende lesen müssen. Ich hab danach richtig Gas gegeben, du. Ja, das ist ja das große Missverständnis, weil ein bisschen Rotwein tatsächlich vor Herzinfarkt schützt. Denken alle Deutschen, ja, viel hilft viel, aber die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Das heißt, die Dosis macht das Gift. Und aber jetzt musst du mir eins noch erklären. Wann merke ich denn ganz genau, wann ich den Rotwein jetzt trinken muss? Wie bemerke ich, dass ich jetzt den Herzinfarkt kriege, um dann zu trinken? Du trinkst ihn präventiv und zwar in solchen Dosen, dass du gar nicht mehr merkst, ob du einen Herzinfarkt hast. Nein, das nehme ich zurück. Das war kein echter Gesundheitstipp. Nein. Nee, aber ich trinke den auch aus Flaschen und nicht aus Dosen. Ich habe mich Bitte? Da in dem Buch nur ein bisschen lustig gemacht über die Köche und diese ganzen Sommeliers, die immer so tun, als wenn man wahnsinnig was verstehen müsste von Rotwein. Da gibt es so ein paar Sätze, mit denen kann man sich wunderbar durch den Abend löffeln. So zum Beispiel, was die Sonne in den letzten Tagen dieser Traube noch mitgegeben hat. Ja? Und dann klingt das so, als wenn du Ahnung davon hast und die Leute denken, oh, der kennt sich aus. Sehr schön, wo du das gerade sagst von Thema Sommelier, ja?
Nur mal so ganz nebenbei. Ich habe ja auch bei Johann, der Johann hat ja auch in seinem Restaurant eine Sommelier. Ja. Weißt du, wo der Name herkommt, Sommelier? Das ist eines der wenigen Berufe, die man auch mit 3 Promille noch richtig aussprechen kann. Nein, das kommt aus dem kölschen Raum. Als die Römer damals vor 2000 Jahren mit den Eselskarren, mit den Weinfässern ankamen, saßen ein paar Kölner mit so einem Fässchen im Keller. Und als sie das fast leer hatten, da sagte der eine zum anderen, Sommelier. Ja? Und das Geile ist ja, die Franzosen glauben heute noch, das wäre französisch Sommelier. Und ich habe ja bei Johann, der hat ja einen da beschäftigt, der Typ ist ein Knaller. Da habe ich mir so eine alte Flasche ausgesucht, weißt du? Da kommt ja selten jemand für Wein trinken. Johann hat noch uralten Scheiß im Keller liegen. Ja? Da habe ich so ein 52er Gedönsrad ausgesucht, weißt du? So ein Château de Trottoir oder was? Wein ist ja wie mit den Frauen. Ja, ja. Der Jahrgang entscheidet. Und du musst dir das unbedingt angucken. Bei Johann der Sommelier, der kommt mit der Flasche auf dich zu. Zumindest war bei mir so. Ja. Und er hat sich den ganzen Weg vom Keller bis zu meinem Tisch hat er mit der Flasche geredet. Ja. Und heute bin ich mir sicher, er hat sich entschuldigt bei der Flasche, dass ich sie kriege. Aber als er die aufgemacht hat, Johann, da musst du mit dem Mann arbeiten. Du könntest viel mehr verkaufen. Jetzt ohne Quatsch, als er den Korkenzieher da reingedreht hat, habe ich darauf gewartet, dass die Flasche stöhnt. Ich kenne keine Frau, die sich nicht gewünscht hätte, in dem Moment Weinflasche zu sein. So langsam hat er das Ding da reingedreht. Als er den Korken rausgezogen hat, habe ich mit der flachen Hand am Tisch und habe gesagt, so ist gekommen. Und du kriegst den dann aber nicht zum Probieren. Er schüttet den dann definitiv in so eine Blumenvase. Ja. Und erklärt dir, der muss atmen. Ja, da denke ich auch. Da habe ich ihm erklärt, wenn der atmen muss, weißt du, wenn der tot ist, will ich das Zeug nicht mehr trinken. Zuschauer, ich brate gerade hier Steinpilze mit Nikolaus Kiefer. Ja. Ja. Herr Dr. Hirschhausen, wer hat sich eigentlich diese Nachnamen einfallen lassen? Den habe ich von meinen Eltern geerbt. Trink einfach, ja, komm. Ich habe gerade ganz viel Panna Cotta Creme. Du musst nicht dran riechen, nur in den Mund rein. Ja. Ich bin gleich fertig. Ich soll es doch mal in den Kühlschrank tun jetzt. Ja, da steht doch schon das Vorbereitete. Ich stehe unter Schweigepflicht, das habe ich nie gesagt. Übernimm dir jetzt meine Aufgabe, da vorne sind die Auberginen, komm, mach fertig. Ich komme nach der Sendung wieder, ja? Tschüss, komm, mach fertig jetzt, ich gehe. Komm zurück, Schatz, das war nicht so gemeint. Doktor. Ja. Prost. Ja. Die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Ja. Was soll ich sagen, das Tischtuch ist zerrissen. Du hast es geschafft. Ich hätte jetzt gerne den Herrn Schmidt hier mal bei. Übrigens passiert hier gerade eine wunderbare Liaison. Und zwar irgendwas an Gehacktes verbindet sich mit dem Topf. Doktor, geh mal raus, hol mir mal meinen Johann wieder rein. Wir müssen da ein bisschen auf Seiten stehen. Ich nehme alles zurück. Johann. Wir machen wir schön, nie dass wieder. Du da bist. Ja, klar. Ich bin direkt bei dir. Ja. So. Pass auf, Nicola, die hast du wunderschön angebraten, knusprig. Die kommen nachher oben auf die Suppe drauf. Mhm. Die Suppe ist noch sehr schön am Einreduzieren, wie ich sehe. Man nennt das auch Kochen, wenn man Doktor wäre. Jetzt probieren wir mal, ob die Suppe schmeckt. Oder zumindest schon mal dahin kommt, dass sie schmecken könnte. Tiefkühl. Noch mehr? Probier mal. Tiefkühl, ja. Könnte was werden. Probier mal. Muss ja noch ein bisschen einreduzieren. Fehlt noch ein bisschen Kraft. Was sagst du selber? Super. Ehrlich? Ich weiß nicht, was könnt ihr noch machen? Bisschen Salz? Ja, ich meine gut. Also. Ein bisschen Salz und Pfeffer, oder? Also ich würde sie noch ein bisschen nachwürzen, aber du darfst ja nicht vergessen, desto weiter sie einreduziert, desto mehr bekommt sie an Kraft. Aber ich liebe sehr eher so scharfes Essen. Scharfes Essen? Da ein bisschen Schärfe rein. Ja, da hättest du mit einer Frau kochen müssen heute. Kann ja essen danach.
Nein, also sie wird nachher automatisch noch kräftiger werden, weil die Kresse ist ja noch nicht drin, weil das soll ja eine Kressesuppe werden, das darfst du auch nicht vergessen. Hast du die fein gehackte Kresse schon mit reingetan? Nee, die kommt dann noch. Tu die jetzt mal mit rein. So, ich habe jetzt Oliven, Brot, Knoblauch, Zwiebelchen. Schön angebraten, knusprig. Und jetzt werde ich meine Auflaufpfanne hier so richtig mal schön belegen, damit Johann sieht, dass wir richtig Gas geben heute. Und zwar mit Tomatenscheiben auslegen. Das heißt, wir spielen Martine Wittler, wir richten eine Auflaufform ein. Obwohl, bei ihr wäre sie ja größer, ne? Die Auflaufform. So. Sag mal, Horst, bei Johann? Dir gibt es jedes Mal Auflauf. Ja, Johann. Ich sag mal, irgendwie habe ich da mal meine Bezweifel. Du schmeißt ihm alles rein da. Ja. Keiner sieht, was drin ist. Doch, ich zeige ja immer stückchenweise, was ich alles reintue. Weißt du, so ein Auflauf ist was Herrliches. Du musst nachher aber nicht liebe so Zuschauer, viele Teller ich jetzt mal sagen, das ist ja die einzige Kochsache, wo das nachher nicht gegessen wird. Deswegen kann er alles reinschmeißen. Das Essen von Herrn Lafer wird auch nicht gegessen. Nur damit es mal gesagt wurde. Ja? Wir haben jetzt noch das Essen von der ersten Sendung von Herrn Lafer. Ich werde irgendwann mal ein Buch schreiben. Meine Tests über das Essen von Herrn Dichter. Da musst du aber schon früh anfangen zu schreiben, Johann. Da so, guck mal. Eine ganze Menge. Ich habe jetzt hier den Pfannkuchen. Da drauf lege ich jetzt Auberginenscheiben gebraten in Olivenöl. Gewürzt mit Salz. Die finde ich sehr schön in der Farbe hier. Horst. Passt zu dem Pfannkuchen von vorhin. Ja, genau. So. Schön. Das kommt nachher auf den Tisch. Pass dann habe ich jetzt hier eine schöne Masse. Eine schöne Masse. Also eine Hackfleischmasse mit Oliven, Bienenkernen, Habern, Eier, Petersilie, Limone. Herr Doktor, Sprechstunde beendet. Sie sagen gar nichts mehr. Ich traue mich nicht, der Mann neben mir ist so schnell eingeschnappt. Guck mal, jetzt kommt die Füllung da drauf. Hier. Kenne ich übrigens seit Jahren. Schön. Nein, jetzt. Ich muss hier filetieren. Guck mal. Für den Obstsalat. Wir machen Obstsalat. Hast du noch eine Schüssel? Warte, ich zeig dir was. So. Erstmal müssen wir diese Röllchen machen. Guck mal, Röllchen machen, so. Guck mal, Horst, schau mal zu. Ja, Johann. So macht man Röllchen. Guck mal. Sehr schön, Johann. Hey. Oh, die sehen sehr lecker aus. Pfannkuchenröllchen mit Auberginen und Hackfleisch gefüllt. Toll. Hat er schön gemacht, ne? Meine Damen und Herren, wenn ich dann auch noch mal ganz kurz zeigen dürfte, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Ich habe die Auflaufform natürlich wunderschön gebuttert, habe Spinat eben kurz blanchiert mit Zwiebelchen, oben auf die Tomaten drauf, ein bisschen nachwürzen. Jetzt kommt traumhafter Fisch oben drauf. Ne, Johann, kennst du diesen Fisch hier? Guck mal hier. Was ist das? Nicht riechen, Johann. Ich kenne ihn nicht, aber er riecht danach. Das ist wunderbarer Heilbutt. Und er ist so frisch, man könnte ihn wiederbeleben, wenn man die Haut wieder dran bekäme. Dann wäre er wieder heil. Der Butt. Ja. Sie sind aber wortgewandt, Herr Doktor. Davon lebe ich. Sag mal, was machst du jetzt eigentlich hier? Ich mache ein paar dekorative Früchte. Für danach. Soll ich noch Salz und Pfeffer dran machen? Ich habe gesagt, ja, bitte filier eine Orange. Dran. Ich wollte den Zuschauern was anbieten in der Zwischenzeit, damit sie sich da nicht so abgeschlossen fühlen. Nikola, komm mal gucken. So ist eine Orange filetiert. Komm, iss mal ein Stück, ist gesund. Sehr lecker. Ist sehr lecker. Möchte jemand? Das war falsch. Aber Filet heißt doch nur, dass man die Knochen rausnimmt, oder? Orangen haben keine Knochen. Herr Doktor, was soll ich das denn wissen? Ja, Herr Doktor Eckert von Hirschhausen, guck mal. Pass auf, guck mal in Ruhe zu. Ja, man ich muss mal ganz kurz meinen Fisch fertig machen. Dann schneidet man da ab. Ja? Rundherum gleichmäßig. Mhm. Schmeckt die Orange? Mhm. Super. So. Schmeckt so. Wie frisch gepresst. Ja. So. Kannst du dem nächsten Harald Schmidt beibringen. Ja, so, guck mal hier. Und jetzt? Schneidest du hier die Filets raus. Ach, das nennst du Filets? Oh! Eine Biopsie hieße das bei uns Medizinern. Filet! So, das ist mir jetzt egal, wie das heißt. Mach einfach jetzt, ja? Doch, ich glaube aber, die Orange ist gutartig. Da muss man nichts dran machen, doch.
So, jetzt habt ihr natürlich hier wieder das Beste verpasst, wenn ich einmal wieder zeigen darf. Auch ich arbeite zwischendurch und mache das sehr, sehr schön, gewissenhaft. Und ich werde nachher auch jemanden probieren lassen. Also, ich muss sagen, ich habe ja einen Doktor heute dabei. Fischfilet auf Spinat und Tomaten. Dann bin kommen so meine begeistert, es gibt endlich wieder mal einen Auflauf beim Horst. Ich habe es so lange gewusst. Wo der hinkommt, gibt es immer einen Auflauf. Dankeschön, Herr Doktor, Sie sind mir sehr sympathisch. Sag mal, wenn ich jetzt Tennis spielen wollte, meinst du, ich hätte Talent dafür? Absolut. Ja, dann kann man gut reden. Ja, ist wichtig eigentlich beim Spielen, ne? Den Gegner aus dem Konzept bringen. Und das kannst du ja ganz gut. Für dich, das heißt, ich wäre der einzige Tennisspieler, der im Zirkus spielt dann. Du kennst auch den Mansur Bahrami. Wen? Mansur Bahrami, so ein Künstler, Tenniskünstler. Kocht den kannst du mithalten. Ja? Ist der richtig? Du, ja, wir zwei, pass auf, wir tun jetzt den Fisch hier rein, dann haben wir nämlich Ruhe und können uns um deine Suppe kümmern, dass die lecker ist. So, das Ganze muss jetzt noch für 40 Minuten da rein, das schaffen wir. In den verbleibenden 15 Minuten. Ich bräuchte auch mal so einen. Probier mal. Herr Doktor, probier mal. Oh, gerne. Nimm einen Löffel. Ja, ich bin noch beim Filetieren, das geht nicht so schnell. Das ist aber lecker. Nikola, probier mal. So. Ich gehe filetieren und du rufst mal an, ja? Wer, ich? Nein, nicht du, Johann. Herr Dr. Hirschhausen ruft an. Was denn, 112? Nein, ich wähle dir die Nummer. Ja. Ich heiße so. Eine sehr nette Zuschauerin mit einer Frage. Und die wirst du wahrscheinlich als Doktor... Solche Telefone gibt es auch nur im ZDF, oder? Das ist ja ein Quiz. Chris? Na, kümmere dich. Chris? Guten Tag. Ja, da muss man was sagen. Sind, ne, Sie zufrieden mit Ihrer Telefonrechnung? Haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie eigentlich zu viel dafür zahlen? Ich hätte da ein interessantes Angebot für Sie. Ist das so schlimm, wenn das Ganze drin ist? Das ist ja nicht, aber ich bezahle gar nicht das Telefon. Das ist doch besser. Ja? Er hat aber Sie sind ja drauf. Nee, Sie sind jetzt im Fernsehen, auch wenn Sie nicht was zu sehen sind. Oh, ich dachte, das wäre ein Jux-Anruf. Entschuldigung. Nee, das ist eine sehr ernste Sendung hier. Das hat mit Jux nichts zu tun. Herr Nafo und Herr Lichter sind auch da. Ich gebe Ihnen den mal. Ich halte mal den Hörer näher an sein Schnurrbart, dann können Sie das verifizieren, dass er es wirklich ist. Du musst mit der Frau Deutsch reden. Oh. Ja? Liebe gnädige Frau, hier ist Horst Lichter von Lava Lichter Lecker. Sie haben gerade mit dem Herrn Dr. Hirschhausen gesprochen, der jetzt unsere Sendung überwacht, weil er bei dem Herrn Schmidt und Pocher rausgeflogen ist. Und wenn er sagt verifizieren, dann weiß ich auch nicht. Ich denke mal, das ist irgendwann mit frittieren. Genau. Was haben Sie denn eine Frage? Ja, ich wüsste wahnsinnig gerne den Unterschied zwischen grünen und schwarzen Oliven. Wenn Sie das beantworten könnten, wäre ich total glücklich. Ja. Hey, ich kenne mich aus. Ja. Also Herr Dr. Hirschhausen hat das Ganze schon, wie ich finde, sehr korrekt aufgelöst. Der größte Unterschied liegt selbstverständlich in der Farbgebung. Ach was. Doch, reicht Ihnen das oder möchten Sie da tiefer drauf eingehen? Ich habe noch eine Frage an Sie. Privat oder Kasse? Er ist unmöglich. Aber deswegen ist er Doktor geworden. Du, Geld, geil, wie so. Telefonische Beratungsleistung, das kann man abrechnen. Ehrlich? Ja, was kriege ich dafür? Also ich hätte noch einen Tipp für Sie. Übrigens, grüne und schwarze, hör mal gut zu. Ja. Also grüne und schwarze Oliven sind im Prinzip, könnten die gleichen sein, können auch Geschwister sein. Ja. Die schwarzen hängen nur länger am Baum und sind dadurch reifer, ja, kräftiger vom Geschmack. Ja, und es gibt aber auch, da muss man aufpassen, da wird viel Betrug mitgemacht, wie mit falschen Rezepten. Es gibt auch eingefärbte grüne Oliven, die sind dann schwarz und dann werden die als teuer verkauft. Und die schwarzen sind aromatischer wie die grünen. Und die schwarzen, sagt Johann, sind aromatischer als die grünen. Gut, im Prinzip bin ich die grüne und Johann ist die schwarze Olive. Okay. Reicht Ihnen das? Aber möchtest du dich noch verabschieden, ja? Ich möchte Ihnen noch eine wichtige Sache auf den Weg geben, dass tatsächlich die Fette im menschlichen Körper am besten aus pflanzlichen Fetten sozusagen gesponsert werden. Also Olivenöl ist immer besser als Butter oder sowas. Und das kann man sich ganz einfach klar machen, wenn zum Beispiel hier der Kollege macht ja einen Fisch. Das siehst du immer beim Horst und mir. Er kocht mit Butter, ich koche mit Öl. Genau. Ja. Deswegen ist Johann größer und älter. Genau. Gut. Und ich bin Krankenschwester vom Beruf. Nein! Das passt ja wirklich. Das passt, genau. Wie heißt Sie mit Vornamen? Gabriele. Darf ich Schwester Gabi zu Ihnen sagen? Ja, gerne. Jetzt hört auf, das ist keine Medizinsendung hier, Kochsendung. Schluss jetzt. Schwester Gabi, der Unterschied zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren kann man sich einfach am Fisch klar machen. Wenn der Fisch aus Butter bestehen würde,
wäre der im kalten Wasser ja starr wie Butter. Und dann hat er wenig Freude im Leben, weil er dann so im Wasser liegt. Und wenn er aus ungesättigten Fettsäuren besteht, die gesünder sind für unseren Körper, dann kann er im Kalten auch noch geschmeidig bleiben. Und wenn Sie wollen, dass Ihre Gefäße geschmeidig bleiben, dann nehmen Sie Fit. Soll sie im warmen Wasser baden? Genau. Ohne Butter! Ja? Ich werde mir sagen. Schwester Gabi, sagen Sie weiter ein langes Leben. Ich werde mir sagen, ebenfalls. Tschüss. Tschüss. Herrlich, herrlich, herrlich. Die Leute denken alle, hier sind nur Geklopfte, verstehst du? Ja. Der Nicola hat gerade geguckt, als wenn er das noch nie so gehört hat. Hast du das schon mal jemals so gehört? Nee, dann hast du dir so eine Kochsendung vorgestellt. Du hättest doch bestimmt abgesagt, wenn du das vorher gewusst hättest. Oder? Das ist schon interessant. Ist schon cool. Was anderes, ja? Ich habe hier die Röllchen. Dann ist klar, dass du dich wieder vordrängst. Gib dir durch. Dräng dich ruhig vor, Johann. Ja, guck mal, die Zuschauer wollen ja auch was gescheit sehen hier. Guck mal, die kommen Käse drauf. Das sieht toll aus, Johann, gebrochener Käse. Das kommt jetzt in den Ofen, komm. Also richtig schön sieht das nicht aus, Johann. Da habe ich schon schönere Sachen von dir gesehen. Ja, ich auch. Ich meine beim Kochen, Johann. Aber besser vorher gebrochen als hinterher. Ja, was mache ich denn mit dieser Frucht hier? Schneiden, Mango, schälen. Das ist doch keine Mango. Wo ist dann? Ist das ein Mango? Ich kenne die anders. Ich kenne die so wie die braunen und die grünen Oliven. Keine Mango. Das ist eine Mango, die kommt aus Pattaya in Thailand. Ah, okay. Wieder was gelernt. Johann nimmt ja auch Kalahari-Salz und sowas alles. Und Johann trinkt auch den Rotwein des Gastes. Boah, ich mach den heute fertig, merkst du? Wenn ich so weitermache, muss ich im Flur schlafen heute. Also ich finde, unsere Suppe sieht dafür schon mal aus, wie sie aussehen soll, auch wenn sie geschmacklich noch nicht da ist, wo sie hin könnte. Ja. Ja, aber sie sieht schon gut aus. Guck. Ich muss mal Gas geben. Ja. Nicola, möchtest du selber erst noch mal probieren, ja? Ich probiere die ganze Zeit. Der Iran fällt Gas. Was muss da noch mehr rein? Ich will dir ja helfen. Tu mal ein bisschen mehr Salz rein. Ja? Das ist der erste Doktor, der die Mango versucht, beim Kern quer durchzuschneiden. Guck mal. Dann dreht man ihn so und dann ist er raus. So, dann mach mal ein bisschen dreh mal, komm, dreh mal. Zeig mir mal, zeig mir mal. Zeig mir mal. Geh weg mit der Kamera. Der Horst macht gerade was Interessantes. Also ich mag den Doktor. Aber bei dem kannst du nicht zum Doktor gehen. Also schmeckt ich, ganz anders. Ich muss sagen, ich war nie Chirurg. Nimm mal neue Löffel. Das muss. So. Das musst du gar nicht. Es ist ein Kern, es ist ein Kern. Atmen, atmen, atmen. Push, push, es ist ein Kern. Das ist die erste Mango mit Gallensteinen gewesen. Weißt du, was mich jetzt aufbaut, Johann? Ich zeige euch jetzt mal wirklich im Ernst. Du wirklich kannst, im du Ernst. Du kannst hier nicht kochen, das geht geil. Du bist am Ende... Ja, ein bisschen Sorgen. Was ist das denn hier? Ich möchte kein Mango-Püree-Stückchen möchte ich haben. Sag mal, ich dachte, ihr habt so einen Mixer, wo das alles reinkommt. Hier, schau her, schälen. Okay. Ja, mit Liebe schälen hier, guck mal. Okay. Zack. Ja, aber die... Du, in Brasilien hauen die das alles in den Mixer. Ja. Und dann heißt das Vitaminas. Wir sind aber in Hamburg. So, guck mal. So, also, wenn jetzt. Ich mit den Hirschhausen eine Kochsendung hätte, dann wäre ich Schlafer. Ja. Jetzt kannst du ganz einfach hier die halbe Seite abschneiden. Aber da ist ja gar kein Kern drin bei deiner. Der kann zaubern, er hat magische Kräfte. Herr Doktor, Mann. Guck mal, Herr Doktor. Dann lässt es immer auf der Zunge zergehen. Zwei halbe Seiten hat die Mango. Und jetzt beiß rein, was das ist hier. Beiß rein jetzt, bitte, aber richtig. So, das nennt man Kerne der Medizin. Ich bin beeindruckt. Johann kann gern Spintuckmarkgrafie. Der Wein war klasse. Ich kann jetzt zwar nicht mehr aussprechen, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Gut.
Also du stehst ziemlich ratlos vor der Suppe, aber wir finden sie gut, oder? So, du könntest jetzt, wenn du möchtest, hier so ein bisschen wegräumen. Hier vorne von dieser verschiedenartigen Kresse so ein paar kleine Bündchen abschneiden, für nachher zu dekorieren. Und da müssen wir mal probieren. Hm. Hast du ihn mal probiert? Hm. Schmeckt da nichts, ne? Nee. Und was die wenigsten wissen bei der Kiwi, die wichtigsten Vitamine, die sind direkt unter der Haut. Deswegen muss man die immer mit Schale essen. Sag mal, bist du beklopft oder was will ich aus denn hier? Ich versuche nur Zeit zu gewinnen. Du musst die Kiwis vorher rasieren, dann geht das. Jetzt weiß ich, warum der bei Schmidt und Bocher ist. Johann, ich gehe davon aus, Sie haben uns den extra rübergeschickt. Also, wenn das Auge heute mit ist, dann wird er blind. Das solltest du auch noch mal mit Augenarzt machen. Beim Fisch isst man das Auge nicht mit, oder? Das kommt auf den Fisch an. Nikola, komm, nimm die mit. Ja. Also ich gebe mir Mühe. Er gibt sich Mühe. Warum legst du eigentlich das alles auf dem Rand? Was hat du für Geschenke, Chris? Der Della hat eine Mitte auch eine Fläche. Bist du da jetzt mit dem Daumen reingerutscht, oder was? Guck mal, Johann, was mein Mann macht, wenn der das nur anpackt. Ja. Also, liebe also ich Zuschauer, möchte einem Tennisspieler auch nicht die Hand geben. Ich entschuldige mich schon jetzt für die, wie das aussieht. Soll ich das ausschneiden? Nee, lass die weg, die gehört Johann. Da wollen wir gar nichts mit zu tun haben. Hast du genug jetzt noch? Ja. Mach noch dazu, bitte. Ananas? Kiwischeiben noch, Kiwischäden. Ja. Und jetzt müssen wir noch was abflämmen hier. Okay. So. Jetzt machen wir noch mal ganz kurz die Pilze so ein kleines bisschen wärmer. Boah, guck mal hin hier. Da. Soll ich ein bisschen Öl nehmen? Ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, meine Damen und Herren. Also wenn Sie dabei schon so stöhnen, ja? Dann möchte ich doch mal das jetzt hören, wenn Sie das sehen hier. Hallo? Ne? Da muss man ja nur mal im direkten Vergleich sehen, ja? Das da drüben und das hier. So. Hier sind sogar Fische mit drin. So. Ich habe jetzt hier drauf gemacht auf diesen... Jetzt richten wir an. Warm machen. Ja, pass auf, ich stelle das ganz kurz den Backofen. Dann kommt er hier, so. Braunen Zucker und jetzt flämme ich das Ganze ab. Stellen wir am Tisch. Und bitte brenn mal nicht hier die Eierschale an, gell? Ich möchte nur eins dazu sagen, ohne jetzt dem Herrn Lafer zu nahe zu treten, aber das sind die Schalen, die er bereits vorbereitet hatte ja, vor klar. der Sendung. Weil nicht, dass ich ihm damit zu nahe treten möchte. Prost. Ich wollte es ja nur mal erwähnt haben. Weißt du? Ich meine, du hast auch nicht mehr viele Haare zum Abflammen. Wer ich? Der ist bewaffnet. Pass auf, ach, hast du schon? Das? Ja, super. Pass auf, ich zeig dir noch einen Trick, wie man, weil so. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, sonst... Genau. Pass mal auf, nee, halt den Löffel ruhig mal mit hier hin. Nee, ja, genau so. So, pass auf, so ein bisschen schräg. Weil dann tropfst du den Rand nicht voll. Wie sieht die Suppe aus da? Die sieht aus, wie sie aussehen muss, Johann. Sieht aus wie ein Die ist so grau, die sieht ja nicht mal nachts mehr, die Suppe. So. Jetzt merkst du, was der Herr Lafer über deine Suppe sagt? Das ist jetzt der karamellisierte Sud. Begeistert sein. Er wird sie nicht probieren. Wir machen jetzt auch nur zwei Teller. So. Ja. Jetzt nehmen wir so ein bisschen von dieser wunderschönen Kresse. Also, liebe Zuschauer, heute ausnahmsweise dürfen Sie was probieren, weil wir einen Arzt im Hause haben, ja? So, guck mal hier. Jetzt schaut mal hier, wo ist die Kamera? So, warte. Jetzt junger Mann, komm mal her. Zeig jetzt mal den Leuten hier von unserem Doktor das Dessert. Guck mal hin. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, das ist Wahnsinn, Johann. Johann den ganzen Zucker rüber getan hatte, war es auch noch gesund. Nee, wir geben denen keine kleine Suppe. So, setz dich, weil die zwei Herren Doktoren sind noch nicht so weit.
Ne? Also meine Damen und Herren, diese Suppe mag zwar die Farbe haben von dem Grün, auf welche schon gespielt wurde, dafür ist sie geschmacklich so frisch, wie du damals warst, als du deine Karriere begonnen hast. Ihr habt ja auch was gemacht. Ja. Sehr schön übrigens, sehr schön. So, guck mal. Die Zuschauer sollen ja endlich mal was Schönes zum Sehen bekommen. Guck mal hier vorne, die. Och. Ja. Herr Hirschhausen, hast du noch einen schönen Satz zum Abschluss? Nee, ich habe einen. Johann. Du siehst, Qualität setzt sich durch. Stimmt, die Suppe ist Weltklasse. Meine Damen und Herren, danke schön. Nikola, großartig, lecker, super. Nikola. Das war's, danke Nikola, lecker. Herr Doktor. Heute hat eine Schülerin aus unserer Stadt den Präsidenten der sexuellen Belästigung bezichtigt. Was wollen Sie tun, um das zu vertuschen? Womit könnte man es denn vertuschen? Mit nichts, nichts.